Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe eine Storytime für euch. In letzter Zeit ist so viel passiert und ich weiß nicht, ich glaube, das hier ist die krasseste. Ich hatte so mega Glück im Unglück. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie ihr am Titel entnehmen könnt, ist mein Gepäck fast verschwunden. Und ich hatte viel Gepäck und wertvolles Gepäck. Und ich hatte mein MacBook dabei, ich hatte meine Digitalkamera dabei. Ich habe mir Gegenstände gekauft, die schon, keine Ahnung, 200, 300, 400 Euro gekostet haben. Also ich habe da, ne? Wenn ihr wissen wollt, was passiert ist und weshalb, wieso mein Gepäck fast verschwunden wäre, dann bleibt definitiv dran und gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Storytimes oder solche Labervideos haben wollt, würde mich freuen. Ich bin gerade so ein bisschen immer noch schock, was da passiert ist. Der eine oder andere weiß, dass ich irgendwie gefühlt immer reise, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, weil ich einfach froh bin, aus meinem Alltag rauszukommen. Denn manchmal ist es einfach schön, wenn man sich nicht darüber Gedanken machen muss, ja, jetzt über Arbeit, zu Hause, was weiß ich, und wenn ich wohin fahren kann, dann fühle ich mich einfach frei. You know? Ich war in Wien und hatten unser Gepäck am Bahnhof. Fürs Erste. Und ich weiß nicht, ob in Österreich die Schließfächer nur so sind oder ob das in Deutschland auch so ist. Jedenfalls hast du da irgendwie so einen Automaten, wo du Geld einwirfst, dann das Schließfach so zudrückst, dann erkennt er das so, ja, wo du dein Zeug reinräumen willst, und dann ploppt das halt wieder so auf, dass du die Sachen reinmachen kannst, dann machst du den wieder zu und dann kommt unten eine Karte raus. Und mit dieser Karte kannst du dann letztendlich dein Schließfach nur öffnen. Also da hast du keinen Schlüssel, sondern diese Karte einfach. Dann musst du einfach wieder zu diesen Automaten rennen, die Karte da so reinmachen und dann ploppt das Schließfach wieder auf. Genau, das haben wir gemacht und waren dann den ganzen Tag über erstmal in der Stadt und genau, hab mich mit einer Freundin getroffen und war mega schön alles und man macht sich halt einfach null Gedanken, was eigentlich an so einem Bahnhof oder an solchen Schließfächern oder allgemein alles, was so modern ist, vielleicht falsch laufen kann. Ich habe die Karte nicht verloren. Vielleicht dachten jetzt viele von euch, ich habe die Karte verloren, weil ich das mit der Karte so erwähnt habe. So von wegen, man kann, muss dann, braucht die Karte. Also die Karte ist mehr oder weniger der Schlüssel dafür. Nein, die Karte habe ich nicht verloren. Wollte die Karte da an diesen Automaten so reinschieben? Ging's nicht. Dachte mir so, kann es doch nicht sein. Dachte mir, okay, vielleicht muss man noch einen Knopf drücken. Ging nicht. Ja, paar Mal öfter versucht. Ging nicht. Ging nicht. Abgelehnt. Also ich stand nicht abgelehnt da. Es ging nur einfach nicht. Und ich dachte mir so, fuck, ist der Automat jetzt erstmal kaputt? Dann standen da schon mehrere Leute. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn's bei denen auch nicht geht oder eigentlich, wenn der Automat kaputt ist, müsste es bei denen ja eigentlich auch nicht gehen. Dann stand ich da, zack, die Alte macht ihre Karte rein, springt das Schließfach auf. Ja, ich Krise geschoben, habe erstmal die anderen da dran gelassen, ne? Und habe halt geguckt und wollte halt dann wieder mit meiner Karte so hin. Ging's nicht, ne? Ich dachte mir einfach nur so, echt, ich muss mir das Leben nehmen. Also ich muss irgendwie wo runterspringen, mich vor den Zug werfen, whatever. Weil es war mein MacBook, wie gesagt, meine Digitalkamera. Ich habe mir neue Klamotten gekauft, unter anderem vom Fila, was halt für mich viel Geld ist. Also für ein Shirt so 35, 40 Euro ist für mich viel Geld für ein T-Shirt. Dann habe ich mir Funko Pops gekauft. Ich habe, keine Ahnung, was alles gekauft, was halt da schon in diesem Schließfach drin war, ne? Sind wir dann in dieses Bahnzentrum gegangen und haben halt gefragt, so, hey, unser Schließfach, also das Schließfach geht nicht auf. Ja, ihr müsst euch an so einen Security wenden, der hat eine grüne Jacke an oder eine orangene Jacke an. Wart ihr schon mal Wien am Bahnhof, wie groß dieser Bahnhof ist? Zum Glück haben wir dann so eine Art Hausmeister, Putzmann, whatever,
Haben wir halt gefunden, der hatte so eine grüne Weste an und man muss dazu sagen, der war so hilfsbereit, weil ganz ehrlich, frag mal hier in Deutschland jemanden, vor allem der putzt so von wegen, ah, verstehen die dich wahrscheinlich nicht mal und keine Ahnung, denen ist das eh mehr oder weniger egal. Der meinte so, ja, er kennt sich da jetzt nicht so aus, aber er guckt mal, ob er jetzt jemanden sieht, hat so geguckt, niemanden gesehen, dann hat er noch einen angerufen, dann meinte er so, gut, wir sollen unten zum Schließfach hin, da kommt da gleich jemand. Also ich hatte eh Burnout-Level des Tausends. Also wirklich Burnout-Level des Tausends. Weil, wie gesagt, da waren wertvolle Dinge in diesem Schließfach. Also der war eigentlich eh schnell da, aber mir kam das so ewig lange vor, weil ich dachte mir einfach so, es kann's doch nicht sein, dass die Karte nicht funktioniert. Und ich habe mir schon so überlegt, oder das hat es. War halt so in meinem Kopf irgendwie, dass irgendjemand das aufgebrochen hat oder keine Ahnung was, jemand noch ein Ticket für dieses Schließfach hatte, das aufgemacht hat, die Sachen rausgenommen hat und mittlerweile jemand anderes seine Sachen da drin hat und mein Ticket, unser Ticket ungültig war. Dann kam der Security. Ich gleich so, help, help here! Mit der so einer Flagge geschwungen, help, hier, Alarm! Aua. Ja, dann kam der und meinte so: Ja, was für ein Schließfach ist es denn? Dann habe ich ihm gesagt: Ja, das und das. Ja, das hat mein Kollege vorhin geschlossen, denn es war die ganze Zeit offen. What? Wie kann das bitte zur Hölle offen sein? Ich war sprachlos. Ich konnte nichts mehr sagen. Ich hätte am liebsten gefragt. Ich war einfach überfordert, weil es war offen. Und ich wusste nicht, wie lange das offen stand. Vor allem, ich habe ja bezahlt und es hat doch geschlossen. Und wenn ich bezahlt habe, dann ist das doch eigentlich so, you know. Er meinte so, er kann es öffnen. Also, wir sollen halt sagen, was drin ist oder was für Sachen halt oder Farben die Sachen haben. Ich so. MacBook, meine Digitalkamera, mein Koffer, das. Mein Leben ist da drin. Er hat dann aufgesperrt und meinte dann so, ja, passt so, können die Sachen rausnehmen. Und ich dann gleich Laptop geguckt und vor allem um den Laptop geht es mir. Klar, Digitalkamera wäre scheiße, so vieler Shirt wäre scheiße, aber es ist einfach mein MacBook, der arschviel Geld gekostet hat. Und vor allem auf dem MacBook, ich habe da so viele Sachen drauf. Ebenso meine Videos, Programme, die ich mir vielleicht gekauft habe oder allgemein Konzertvideos, so Erinnerungen. Und allein die Vorstellung, der wäre weg. Ja, ich mich tausendmal bedankt. Ich kann mir immer noch nicht erklären, wie das sein kann, dass der aufgeht. Wenn jemand von Österreich vielleicht gerade zuguckt, help me. Ich würde es gern einfach verstehen, was da falsch gelaufen ist. Ich habe mein Geld bezahlt. Ich habe diese Scheißkarte bekommen. Wie zur Hölle? Wie zur Hölle kann der aufgehen? Aber ich war einfach so dankbar, dass einfach noch alles da war. Und allein, ich weiß ja nicht mal, haben die da irgendwie ein Gerät dabei, wo die sehen, dass ein Schließfach wieder aufgeht? Oder wurde das vielleicht echt versucht aufzubrechen? Jedenfalls meinten die so, ja. Also, der meinte dann jedenfalls, ein Kollege von ihm hat das eben abgeschlossen. Er hat gesagt, eben. Und ich dachte mir so, fuck, die Sachen waren da, keine Ahnung, mehrere Stunden drin. Was da alles passieren hätte können, ich weiß ja nicht mal, vielleicht ist ja da sogar jemand so Normali, also so ein normaler Kunde mehr oder weniger, der eigentlich auch ein Schließfach haben wollte, hingegangen und hat das gesehen. Deswegen, I don't know. Das war einer meiner schlimmsten Momente in meinem ganzen Leben, weil wenn du weißt, deine ganzen Sachen sind weg. Jesus. Ja, Leute, das war's mit dieser Story. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gemacht hättet, wie ihr euch gefühlt hättet, whatever. Oder ob ihr schon mal eine ähnliche Situation hattet. Da sieht man halt einfach wieder so. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe. Ich bin der Meinung, ich habe da nichts falsch gemacht. Aber es muss ja irgendwas mit der Technik gewesen sein, weil ich habe bezahlt, ich habe meine Karte bekommen. Weil ich denke mir, so wäre da irgendwas schon schiefgelaufen, wäre auch niemals die Karte rausgekommen. Und ich habe ja geguckt, es war ja zu, ne? Also da hast du ja diese Felder, grün ist frei, orange, rot ist so. Ja, es hat nicht frei, ne? Und es war ja so. Und Jesus, einfach nur Jesus, mich würde interessieren.
wie es euch dabei gegangen wäre oder ob ihr eine ähnliche Situation hattet. Aber man sieht halt einfach wieder, Technik ist nicht alles. Technik kann auch nicht funktionieren. Also wir sind da die Schließfächer mit meinem scheiß Schlüssel immer am liebsten, so ein bisschen oldschool. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zum Schluss markiere ich euch meine zwei letzten Videos. Außerdem findet ihr dort noch den Abonnier-Button. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich durch ein Abo unterstützen würdet und die Glocke anmachen würdet, dass ihr kein weiteres Video von mir mehr verpasst, wo ich halb am Burnout sterbe. Ich würde mal sagen, bis hoffentlich sehr bald. Haut rein, bis dann und ciao. Bye.